Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video meinerseits. Ich habe diese Woche etwas Besonderes für euch und zwar habe ich auf euch gehört und die Upgrade-Box abonniert und die erste Upgrade-Box ist gekommen und die packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Die Art Supplies, die da drin sind, die sollen ja besser aufeinander abgestimmt sein, weil bei der Scrollerbox habe ich mich oft aufgeregt oder ein bisschen darüber ausgelassen, dass die Sachen nicht so richtig abgestimmt waren aufeinander. Dass dann zum Beispiel ein Fineliner da drin war, der mit den beigelegten Markern nicht harmoniert hat. Deswegen haben mir viele von euch in die Kommentare geschrieben, dass ich doch mal die Upgrade-Box ausprobieren soll. Und die Upgrade-Box wird in Deutschland produziert. Also dachte ich mir, das ist doch mal eine gute Idee. Ja, also möchte ich jetzt nicht weiter lange reden. Wir machen die jetzt auf. Okay, eins, zwei, drei. Oh, perfekt. Ey, cool. Ich bin genau im richtigen Monat dazugekommen. Da sind Marker drin. Spectrum Noir, aber Aqua-Marker, also keine Alkoholmarker. Ja, aber cool. Boah, das ist ja, wie viele sind denn da drin? Drei? Hier scheint ja auch noch was drin zu sein. Machen wir das dann als erstes. Please, no pencils anymore. Was wollen die mir damit sagen? No pencils anymore? Doch bitte, hoffentlich schon. Hat das jemand, vielleicht war das ein Wunsch, weil da sind jetzt echt keine Stifte drin. Oh, ey, cool. Ölfarben. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Also, wir haben, oh mein Gott, das ist ja mega cool. Ich komme gar nicht drauf klar. Wir haben drei Marker. Wir haben eine Palette. Mega cool. Wir haben ein Tuch. Das sieht aus wie Leinen. Ein Leinentuch. Dann haben wir vier Ölfarben von Van Gogh. Zwei Pinsel. Einmal von Upgrade selber. Bei Borgiani Bonassi. Oder so. Und einen Pinsel von Lineo Nummer 1, ein ganz, ganz feiner. So, vier Farben von Van Gogh. Krapplack Dunkel. Das ist die Farbe. Dann haben wir Titanweiß, Azurblau, nee, Ultramarin und Kadmiumgelb. Also die Grundfarben plus Weiß. Und eine Palette aus Metall und Papier, denke ich mal. Oh nee, geil. Hier ist ein Pad drin. Ein kleines. Besondere Oberflächen für ihre Kunst. Besondere Acryl-Gesso-Grundierung. Für glänzende und verbesserte Klarheit der Farben. Säurefrei und langlebig. Ausreichende Feinheit zum Glasieren. Fließende Pinselstriche bis ins kleinste Detail. Cool. Ah, das ist schon mal das Kunstwerk. Clementine St. John Webster. Ist das der Name von der Künstlerin oder dem Künstler? Dem Künstler. Okay, es ist ein Mann. Geil, so richtige Ölgemälde. Und das ist hier, ah, okay, das hier ist ein Menübuch. Das ist im Prinzip genau das, was bei der Scrollerbox auch immer dabei ist. Cool, da stehen auch immer direkt die Preise mit drin, wie teuer das eigentlich wäre, wenn man das im Laden kauft. Und welche Farben es noch alle gibt. Einzelheiten über den Pinsel, ein paar Infos über die Palette. Ich muss sagen, da ist schon echt viel drin. 100% Baumwolle. Die mittelschwere Qualität ist besonders saugfähig, um Ölfarben zur Korrektur aufzunehmen. Damit fällt das Deckrubben oder Ausbessern von Fehlern leicht. Okay. Das heißt, es ist eher so zum Wischen, oder wie? Und hier ist nochmal was über die Spectrum Noir. Ich würde sagen, wir springen einfach rein, oder? Wie ich das immer mache. Okay, es ist wirklich nur ein Pad. Sieht so dreckig aus. Also ich bin echt begeistert. Ich finde das richtig cool. Vor allen Dingen, dass da so viel drin ist. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben einmal schwarz mit einer Pinselspitze. Black. So, und die andere Spitze noch. Oh, ist die fein. Mein Gott. Kann man gute Outlines mitmachen, glaube ich, ne? Ja, schon mal cool. Fuchsia. Oh, jetzt steht da Fuck. Ups. Wir ignorieren das jetzt einfach mal, dass es nach einem anderen Wort aussieht. Oh, hier ist gar keine Pinselspitze. Okay. Und dann haben wir noch mal eine andere Farbe. Aquamarin. Boah,
Was ist das denn? Sampler Pack. Ah, okay. Guck mal, wie klein der ist. Also da muss ich sagen, dass der so schmal ist und dann aber die, also so fein ist die Spitze. Der Stift ist aber so bullig. Da muss man sich dran gewöhnen. Und dann haben wir hier nochmal einen Brush. Achso, das ist ein Aquarellstift. Also Watercolor. Dual Brush. Das ist der. Und dann haben wir den Dual Tip Broad. Cool, dass die dabei sind. Und jetzt probieren wir die Ölfarben aus. Ich habe hier noch altes Wasser stehen. Ich weiß nicht, benutzt man Wasser bei Öl? Ja, die Pinsel muss ich ja trotzdem sauber machen, ne? Ja, ich stelle mir mal Wasser hier hin. Ich mache jetzt das Weiß mal in die Mitte. Und nicht zu wenig. Dann kann ich nämlich immer so von der Mitte aus in die Farben reinmischen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hoffe ich. Dann haben wir hier das Ultramarin. Dann mache ich hier das Rot. Dann haben wir immer genug Platz zum Mischen. Boah, da kommt richtig viel Öl mit raus. Oh, voll geil. Und Cadmium. 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 Gelb. Ich finde, der Pinsel ist voll schön. Sieht aus wie so ein Schminkpinsel ein bisschen. Oh. Und da ist der ganz feine Pinsel. Ein 1er-Pinsel. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr schmal. So. So sieht der eine aus, der von der Upgrade-Box. Und das ist dieser ganz feine Pinsel. Das Coole ist, ich wollte ja immer mal Ölfarben ausprobieren. Und das, was jetzt einfach so mit drin ist, also soll ich mir ein Tuch holen? Ich glaube, ich hole mir mal eben ein Papiertuch, damit ich das so ein bisschen sauber machen kann immer. Boah, das geht aber schlecht raus wieder, die Farbe, ne? Irgendwie. Dann haben wir den ganz dünnen Pinsel noch. Ich glaube, Öl trocknet auch sehr langsam, ne? Das dauert relativ lange. Stift, Komponistin. Ich würde sagen, wir haben genug probiert. Ich werde mir jetzt ein Bild raussuchen, was ich malen kann. Und dann male ich einfach Bild drauf los. Ich glaube, mit denen werde ich heute nichts machen. Ich werde mich eher auf die Ölfarben konzentrieren. Wo ist denn eigentlich mein Handy? Ich habe mir jetzt ein Bild rausgesucht. Ich werde jetzt nicht nach den Farben gehen, sondern mich eher auf das Motiv konzentrieren. Und zwar ist es dieses Porträt hier. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen skizzieren. Also ich habe mir jetzt doch einen Bleistift und einen Radiergummi geholt, damit ich ein bisschen vorskizzieren kann. Mache ich aber nur so ganz leicht und ganz wenig. Dann schauen wir mal, was wir so zaubern. So, ich habe jetzt eine ganz grobe Vorskizze gemacht und jetzt konzentriere ich mich auf die Farben. Ich werde jetzt nicht die Farben aus dem Bild nehmen, mir ist das alles so ein bisschen zu rot. Könnt ihr hier nochmal sehen. Ich werde jetzt einfach im Prozess entscheiden, wie ich die Farben mache.
Ich glaube, ich lasse es so, sonst versaue ich es noch. Ist halt so ein bisschen abstrakter, aber wenn man sich mal das hier anguckt, das ist ja noch viel abstrakter. Ja, also es ist mein erstes Ölgemälde, Ölbild und ich finde es richtig cool, es macht richtig Spaß. Klar, man muss da erstmal ein Gefühl für kriegen, lernen, wie man die Farben mischt, lernen, wie man das übereinander arbeiten kann, Übergänge erzielt und so. Das ist alles halt nicht so leicht, das lernt man nicht von jetzt auf gleich, aber der Inhalt der Box ist ja Wahnsinn. Das ist ja, ich bin immer noch erstaunt, wie viel da drin ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Boxen. Ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr begründen. Ich glaube, das spricht für sich. Danke für eure Tipps, dass ihr mir das empfohlen habt, dass ich das machen soll. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin echt gespannt, was in den nächsten Boxen drin ist und ob das wirklich immer so viel ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis so, wie es jetzt ist. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss!